Der größte Missbrauch ist, wenn von der Macht sie das Gewissen trennt. William Shakespeare. Alle Beleidigungen, gnädigster Herr, kommen von Herzen. William Shakespeare. Hochverehrtes Auditorium, gestatten Sie mir bitte, meine Ausführungen noch mit zwei weiteren englischen Zitaten zu beginnen. For Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Und weiter. Look you here, here is himself Caesar's card, as you see by traitors. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen sicher die berühmte Trauerrede des Marc Anton in Shakespeares Drama Julius Caesar. Nie zuvor und niemals mehr wurde Zynismus als politisches Handwerk gnadenloser und mit schöneren Worten besungen als von diesem genialen Dichter. Die Szene ist bekannt. Auf dem römischen Forum, ganz im Eindruck des eben ermordeten Caesar, zerlegt Antonius mit chirurgischer Präzision alle Motive, alle politische Begründung des Meuchlers Brutus und seines Ziehsohns Caesars und die seiner Mitverschwörer. Und je unleugbarer, je unausweichlicher bewiesen die Intrigen und Lügen der Verschwörer sind, desto eleganter, desto höflicher klingen Antonius immer wiederkehrende Grußadressen an den Verräter und dessen noble Mörderbande. Ich darf noch einmal etwas erweitert auf Deutsch zitieren. Doch Brutus sagt, dass er, Caesar, voll Herrschsucht war. Und war er das, so war es ein schwer Vergehen. Und schwer hat Caesar auch dafür gebüßt, hier mit des Brutus Willen. Schaut her, hier liegt er selbst, Caesar, geschändet von Verrätern, doch Brutus ist ein ehrenwerter Mann, das sind sie alle, alle ehrenwert. Look you here, here is himself Caesar's card, as you see by traitors. For Brutus is an honorable man, so are they all honorable men. Und so geht es weiter, die Anschuldigungen werden immer erdrückender, die Schuld wird immer schwerer und in Marc Antons Rede werden immer ehrenwerter die Täter. Bis plötzlich die ehrenwerten Masken nicht mehr zu halten sind und die politische Stimmung und die Macht sich hin zu Antonius wendet. Schaut her, hier ist er selbst, Caesar, geschändet von Verrätern. Doch Brutus ist ein ehrenwerter Mann, das sind sie alle, alle ehrenwert. Sie werden fragen, meine Damen und Herren, warum dieser kurze Ausflug in die Weltliteratur? Die Antwort ist ganz einfach. Wir, insbesondere ich, haben von Shakespeare und von dessen durch Marc Anton verkörperten politischen Genius zu lernen. Viel zu lernen. Denn in einem Monat muss ich mich vor Gericht verantworten, der Vorsitzende des BUND, also des Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland, mein ehemaliger Kollege Professor Hubert Weiger, hat mich verklagt. 310 Seiten Klageschrift inklusive Anlagen wegen Persönlichkeitsverletzung und auf Unterlassung falscher Behauptungen. Ich glaube, und vor meinem Gewissen bin ich mir ganz sicher, nichts Falsches gesagt zu haben. Denke aber, ich vergaß nur in meinem Kampf gegen diese Gesellschaft, genau die Gesellschaft, gegen die Sie auch hier alle im Saal kämpfen,
Gegen diese Gesellschaft, die unsere deutsche Heimat und ihre unvergleichliche Natur und Landschaften schändet und unwiederbringlich zerstört. Ich vergaß eingedenk der zitierten Trauerrede, diese Gesellschaft eine Ehrenwerte zu nennen. Mit dem Format eines von Shakespeare erschaffenen Antonius könnte dann vielleicht sogar ich die furchtbaren Wahrheiten gefahrloser aussprechen und vielleicht könnten wir dann ebenfalls auf einer Erwachen des Volkes und eine Hinwendung der Macht zur Wahrheit hoffen. Aber leider sind wir keine Shakespeares, keine Antonii. So bleibt uns nichts, als mit deren glühender Sprache in etwa zu sagen, look you here, here is itself our nature's card, as you see by traitors, for Weiger is an honorable man, so are they all honorable men. Schaut her, hier liegt sie selbst, unsere Natur, geschändet von Verrätern. Doch Weiger ist ein ehrenwerter Mann, so sind sie alle ehrenwert. Am Samstag, den 23. Januar, just am selben Tag, als ich diese Rede zu schreiben begann, fand sich in den Zeitungen eine gemeinsame, ich wiederhole, gemeinsame Erklärung des Bund Umwelt- und Naturschutz und des Bundesverbandes Windenergie. Sie müssen nämlich wissen, mir soll die Behauptung untersagt werden, führende Persönlichkeiten des Bund Umwelt- und Naturschutz arbeiteten für die Windkraftlobby. Und mir soll weiterhin untersagt werden, die Windkraftlobby und der Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschlands seien verquickt. In der Erklärung also vom 23. Januar verlautet Professor Hubert Weiger, der Beschluss des Pariser Weltklimagipfels zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad erfordert auch in Deutschland weit größere Anstrengungen in der Klima- und Energiepolitik als bisher. Wir hörten dazu Professor Sinn. Eine ehrenwerte Lapidar-Feststellung des ehrenwerten Vorsitzenden des BUND, die im Grundsatz jeder ABC-Schütze und auch ich blind unterschreiben könnten, ja, würde dieses hohe Ziel mit dem bislang kontraproduktiven EEG und dessen Windrad- und Photovoltaik-Wahnsinn erreicht werden. Es wird, Professor Sinn hat es uns dargelegt, niemals erreicht. Stattdessen werden aber im Gegenzug unsere wertvollsten Kulturlandschaften und deren weitgehend noch intakten ökologischen Systeme mit ihren immer noch berückenden Schönheiten endgültig vor die Hunde gehen. Und weiter heißt es in der gemeinsamen Erklärung des Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland, diesen Überschrift kann man sich nicht genug anhören, und des Bundesverbandes Windenergie, die Energiewende stehe an einem Scheideweg. Die Verbände, also ich darf es wiederholen, also der Bund und der BWE, kritisieren gemeinsam vor allem den vorgesehenen Umstieg auf Ausschreibungen beim Grünstromausbau. Mit den geplanten Ausschreibungen sollen die Erneuerbaren insgesamt gedeckelt und die Windkraft an Land hart ausgebremst werden. Das könnte, so die beiden Verbände, zu höheren Kosten führen und Investoren abschrecken und so insgesamt der Energiewende schaden. Ende des Zitats. Und diesen Zusammenhang lässt sich auch BWE-Präsident, also Bund-Windenergie-Präsident Hermann Albers weiter zitieren. Bürgerenergie und andere kleine Akteure hätten keine Chance mehr. Hermann Albers ist ein ehrenwerter Mann. Das sind sie alle ehrenwert. Aber meine Damen und Herren, die vorsichtige Frage sei trotzdem erlaubt. Würde tatsächlich ein Umstieg auf Ausschreibungen beim sogenannten Grünstromausbau
zu einer Deckelung der Erneuerbaren und zu einer harten Ausbremsung der Windkraft auf dem Land führen, das schließe ich leider aus. Also, aber würde es wenigstens eine kleine Bremse diesen Windwahn verlangsamen, was wir ja alle heiß ersehnen, läge dann nicht etwa die große Chance für die kleinen Akteure, die große Chance für die kleinen Leute auf dem Land gerade darin, nicht mehr weiter auf diesen Renditen Lug und Trug hereinzufallen, nicht mehr mühsam Erspartes treuen Glaubens im wahrsten Sinn des Wortes in den Wind zu schreiben. Denn, Ironie des Zufalls, am gleichen Tag zu den gemeinsamen Erklärungen des BUND und des BWE erfuhr man im ZDF von Werner Dahldorf, seines Zeichens kein geringerer als immerhin der Vorstand des Anlegerverbandes des Bundes Windenergie, dass 2/3 der Renditeerwartungen von der Windenergie nicht erfüllt werden könnten. Und ich füge hinzu, daher auch mit einem Rückfluss des angelegten Geldes der kleinen braven Leute nicht zu rechnen sei. Erinnern Sie sich noch, meine Damen und Herren, an ein internes, nicht damals, nicht für die Öffentlichkeit gedachtes Papier des Bundesverbandes Windenergie, mit welchem im Jahr 2013 herauskam, dass für alle Windkraftanleger quer durch die Republik, vom hohen Norden bis zum tiefen Süden, im Schnitt nicht mehr als 2,5% Rendite erwirtschaftet würden. Wobei ein Fünftel der Betreiber nicht einmal die 2%-Hürde schaffte. Und das vor Steuer und vor Inflation. Was im Klartext hieß und heißt und in Zukunft weiter heißen wird, die Anleger im windärmeren Süden müssen riesige Verluste verbuchen und die im Norden kämen gerade nochmal mit einem allerdings tiefblauen Auge davon. Nichts, meine Damen und Herren, hat sich an dieser Situation geändert. Wer bitte hätte dann nach den Worten des ehrenwerten Präsidenten Hermann Albers bei einer EEG-Reform keine Chancen mehr? Wer würde nach seinen Worten ausgebremst? Wirklich die kleinen Akteure? Wirklich die Bürgerenergie? Wirklich die berühmte Wertschöpfung auf dem Land, welcher weiterhin die anrührend väterliche Sorge des ehrenwerten Professor Hubert Weiger gilt? Die Wahrheit ist doch eine ganz andere. Die kleinen Bürgeranleger würden, wie gesagt, endlich nicht mehr betrogen. Und vielleicht würden ein paar unberührt verbliebene Mittelgebirgsrücken, vielleicht sogar das Weltnaturerbe um das Kreiner Eck von der brutalstmöglichen Grünindustrialisierung doch noch verschont. Nein, meine Damen und Herren, ausgebremst würden, wenn überhaupt, vielleicht endlich einmal die Profiteure, vielleicht endlich einmal die Projektierer, die Vertreiber und allen voraus, endlich die großgrundbesitzenden, selbsternannten, heldenhaften Klimaretter. Diese zu bedauernde, selbstverständlich aber ehrenwerte Gesellschaft müsste möglicherweise auf ein paar weitere leicht verdiente Millionen verzichten. Auf das Geld von Krankenschwestern, auf das Geld von Mindestlöhnern, von Hartz-IV-Empfängern, genau auf das Gasgeld von den anderen kleinen Leuten, denen jede Strompreiserhöhung existenzielle Schmerzen bereitet. Und ja, die ehrenwerten Herrschaften müssten vielleicht auch weiteren von deutschen Steuerzahlern subventionierten Millionen für ihr windiges Geschäft entsagen. Und wie viel Millionen Ausgleichszahlungen und sonstige Judaslöhnung dem ein oder dem anderen Naturschutzverband dabei durch die Lappen gingen, das will ich mir angesichts meines bevorstehenden Prozesses mit dem BUND heute nur einmal leise denken. Das, meine Damen und Herren, ist die Wahrheit. Das ist die Angst,
die dieses spätkapitalistische Ausbeutersystem und seine Helfershelfer aus dem ehemalig ehrwürdigen deutschen Naturschutz, die heute weder vor Menschen noch vor Natur noch vor Kultur auch nur irgendeine Hemmung haben, umtreibt. So are they all. All honorable men. Eben sah ich die Metapher spätkapitalistisches Ausbeutersystem löst eben doch auch hier noch vereinzelt Kopfschütteln aus. Meine Damen und Herren, was sind denn die von ganz unten nach ganz oben umverteilten 23 Milliarden, die dieser widerwärtige Spuck die Bürger im Moment jährlich kostet? Was sind denn die anderes als modernstes, wirklich modernste Ausbeutung? Anderes als der größte aus meiner Sicht volkswirtschaftliche Skandal, den unsere Bundesrepublik seit der Zeit ihres Bestehens jemals erlebt hat. Nichts, meine Damen und Herren, glauben Sie mir, nichts liegt einem Gutenberg ferner als Klassenkampf. Und nichts liegt mir ferner, als die uns Deutsche oft nachgesagte Neiddiskussion zu schüren. Aber diese grün-roten Moralapostel und auch die anderen Parteien müssen sich schon mal fragen lassen, wie viel von ihrer vor sich hergetragenen Moral noch übrig ist und ob sie nicht gerade das System bedienen, um nicht gerade sagen zu schmieren, gegen das zu kämpfen, sie einmal angetreten sind. Und ich frage mich, wie sich diese Energiewende mit deren feierlich sozialen Glaubensbekenntnissen tatsächlich verträgt. Und das erkläre uns Frau Dreyer, Herr Al-Wazir, die smarte Frau Lemke, wenn sich auch noch die offenen Summen der von den EEG-Umlagen befreiten Stromgroßverbraucher auf den Stromrechnungen der alleinerziehenden Mütter und der anderen unterprivilegierten Gruppen unserer Gesellschaft anteilig wiederfinden. Das ist keine verantwortbare Energiepolitik. Und das ist schon gleich keine verantwortungsvolle Sozialpolitik. Das ist ein spätkapitalistischer, zum Himmel stinkender Skandal. Doch Al-Wazir, das ist ein ehrenwerter Mann. Das sind sie alle ehrenwert. Und nur nebenbei bemerkt, als ich noch die Ehre hatte, als Vorstandsmitglied und Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats des Bund Umwelt und Naturschutz, dem Naturschutz, nein, nicht dem Bund, sondern mit dem Bund, dem Schutz der Natur zu dienen, mussten wir uns oft schweren Herzens verbieten, über Wertschöpfung auf dem Land genauer nachzudenken. Damals nämlich bedeutete Wertschöpfung auf dem Land in den meisten Fällen radikale Flurbereinigung, und damals wie heute radikale oder brutale Zersiedelung bäuerlicher Kulturlandschaft durch mittelständische Industriebetriebe. Dafür aber gab es und gibt es ganz im Gegensatz zu heute mit den Erneuerbaren tatsächlich Wertschöpfung auf dem Land, wenn auch zu einem dem genannten schlimmen Preis. Oje, fast hätte ich vergessen. Oder übersehen. Doch. Wertschöpfung gibt es natürlich auf dem Land. Und zwar sehr direkt durch die Windkraftindustrie. Meine Damen und Herren, es wurde noch nie so viel und so offen abgeschmiert wie während dieser genialen Energiewende. Ja, Herr Professor Weiger, da haben Sie schon recht mit Ihrer Wertschöpfung auf dem Land. Und die genießen nicht nur Kommunalpolitiker, aber ich muss wieder leise denken. Ich jedenfalls wusste bis zu dieser Wende nicht, meine Damen und Herren, wie korrupt unser Land geworden ist. Applaus
Dennoch, gemessen an diesen damals unverzeihlichen Sünden, sind die Heimsuchungen von heute Kriegsverbrechen in den widerlichen Vernichtungskampf unserer Endverbrauchergesellschaft gegen die uns eigene, uns schützende und uns immer noch nährende und identitätsstiftende Heimat und Natur. Und allen voraus stürmen die ehrenwertesten grünen Spitzenpolitiker und die ehrenwertesten BUND-Funktionäre, um alles das ideologieverblindet wieder zu zerstören, was wir als deren Naturschutz-Altvordere zu schützen vor 50 Jahren einmal gegen den Rest der Welt ausgezogen sind. Und lassen Sie mich bewusst bei diesen schrecklichen militärischen Ausdrücken bleiben. Die täglichen Frontabschnittsmeldungen aus ganz Deutschland sind der blanke Horror. Nichts mehr ist denen heilig. Nichts mehr ist sicher vor dieser paranoiden Zerstörungswut. Doch Freitag, den 12. Februar 2016, vor ein paar Tagen, wollte ich endgültig den eigenen Ohren und Augen nicht mehr trauen. An diesem Tag verkündete das Regierungspräsidium in Darmstadt kühl über die emissionsrechtliche Genehmigung von 4 Windkraftanlagen den Sofortvollzug der Hinrichtung des Greiner Ecks bei Hirschhorn mitten, jetzt halten Sie sich fest, im EU-geschützten Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, mitten im Weltnaturerbe im UNESCO-Geopark. Ich stelle ebenso kühl fest, diese Verbrechen an einem Weltnatur- und Kulturerbe wird von einer grünen Regierungspräsidentin, einer ehrenwerten Frau Brigitte Lindscheid, betrieben und gedeckt. Dieses Verbrechen wird im Übrigen als Initialzündung gewertet für das künftige Siechtum des immer noch mythisch verzaubernden Odenwaldes, dessen sanfte Rücken nämlich für 400 weitere Riesenwindmaschinen aufgerissen und industrialisiert werden sollen. Und dass das auch geschieht, das lässt sich aus der trockenen Pressemitteilung dieser ehrenwerten Dame hochrechnen. Ich zitiere: Die Prüfung des Antrags der Betreiberfirma durch das Regierungspräsidium sowie die eingeholten Stellungnahmen haben ergeben, dass die Voraussetzungen nach dem Bundesemissionsgesetz erfüllt werden und damit Beeinträchtigungen durch die betreffende Anlage nicht zu erwarten sind. Meine Damen und Herren, zynischer kann man für die Zerstörung eines europäischen Schutzgebietes in einem UNESCO-Geopark nicht argumentieren. Und weiter. Der umfangreiche Genehmigungsbescheid enthält zahlreiche Auflagen, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen sorgen. Die Auflagen beschäftigen sich mit der Einhaltung der zulässigen Lärmgrenzwerte im Wald, der maximal möglichen Beschattungsdauer im Wald, dem Kranich- und Fledermausvorkommen, das ist tatsächlich da und wie, dem Eiswurf und mit dem Schutz und den Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen. Wie bitte, ich darf wiederholen. Die Auflagen im europäischen Schutzgebiet im UNESCO-Geopark beschäftigen sich mit der Einhaltung der zulässigen Lärmgrenze, der maximal möglichen Bestattungsdauer, dem Kranich- und Fledermausvorkommen, dem Eiswurf und auch mit dem Schutz und den Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen. Man könnte glauben, meine Damen und Herren,
Es handle sich hier um die Genehmigung eines neuen Industriestandortes der badischen Anilin- und Solarfabrik in Ludwigshafen oder so. Aber es handelt sich in Wahrheit um einen der schönsten, noch unberührten Flecken in Deutschlands Mittelgebirgen. Ach ja, die Auflagen beschäftigen sich immerhin auch mit dem Schutz und den Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen. Den feinen Unterschied zwischen einer Beschäftigung mit dem Schutz von Menschen und deren Interessen meine ich vielleicht schon herausgehört zu haben. Und dem Schutz der Menschen ist ein großer Unterschied. Und weiter heißt es in der regierungspräsidialen Windindustrie-Baubegründung, ich zitiere weiter, die von Denkmalschutzseite, es handelt sich da um das berühmte Hirschhorner Schloss, die von Denkmalschutzseite vorgebrachten Argumente, dass die Windkraftanlagen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Hirschhorner Gesamtanlage führen würden, sind vom Regierungspräsidium geprüft und bewertet worden. In der Abwägung kam das Präsidium aber zu dem Ergebnis, dass die Belange des Denkmalschutzes, und ich füge frech hinzu, auch die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes nicht höher zu bewerten sind als die Privilegierung der Windkraftanlagen im Außenbereich. Und ich füge erneut frech hinzu, die Natur-, Landschafts- und Denkmalbelange werden von Frau Lindscheid nicht höher bewertet als die Privilegierung der Profiteure, deren Taschen von den Stromrechnungen der kleinen Leute und mit unser aller Steuergelder überquellen. Und diese, meine Damen und Herren, zerstörerischen, nutzlos dummen Übersprungshandlungen, die weder den Klimawandel aufhalten, noch eine verlässliche Stromversorgung, wir haben den Professor Sinn gehört, der Bundesrepublik gewährleisten. Für die stehen Sie, Frau Präsidentin Lindscheid, zusammen mit den anderen eleganten Damen Lemke und Dreyer in der ersten und vordersten Reihe der verheerenden Totengräber unserer deutschen Landschaften und der geliebten Heimat unzähliger, fassungslos entsetzter und sprachloser Menschen. Ich bin mir ganz sicher, diese Damen werden dafür noch zur Rechenschaft gezogen. In jedem Fall aber, und zwar bald, von ihrem Gewissen. Doch die drei Damen sind auch ehrenwert. Das sind sie alle. Alle ehrenwert. In Deutschland, meine Damen und Herren, wird, Gott sei's gedankt, immer noch der sofort ins Irrenhaus geschickt oder, wenn er Glück hat, nur ins Zuchthaus, der im Frankfurter Städel oder in der alten Pinakothek zu München eine Altdorfer Landschaft mit Salzsäure übergießt. Ist es nicht ein noch viel anmaßenderer Frevel, die Kunstwerke dieser Schöpfung, unserer verbliebenen Heimat, mit Windrädern gänzlich zu ruinieren? Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dürfen das wohl auch noch. Und deren Minister, hätten sie aber diese Gesetze nicht geändert, die müssten sitzen, meine Damen und Herren. Es ist so. Früher waren die Dinge, die die jetzt treiben, die waren Strafbestände. Zu gerne hätte ich, ach nein, und warum ist von diesen Ehrenwerten heute niemand hier? Zu gerne, und ich hätte es getan, hätte ich ihren hessischen Ministerpräsidenten gefragt, ob er sich seiner selbst nicht schämt. Herr Bouffier, doch spätestens dann, wenn Ihr Minister Al-Wazir Sie öffentlich an grüner Leine Gassi führt.
Und hebt bei uns kein Pfarrer, kein Bischof oder Kardinal die Hand und hält den politischen Autoritäten den klaren Auftrag aus der Genesis vor, in der mit ehernen Lettern geschrieben steht, wir hätten Gottes Schöpfung zu bewahren. Vielleicht wenigstens einen UNESCO-Geopark. Aber ach, Entschuldigung, ich habe was übersehen. Die evangelische Kirche verdient dort ja und die katholische an vielen Ecken auch. Heute fand sich ein bewegender, bedrückend wissender Aufsatz von Tilman Sprenkelsen im Feuilleton der FAZ. Er beschreibt die hinreißenden, klassizistischen, im Kölner Wallraf-Richarts-Museum ausgestellten Zeichnungen des Architekten Louis-François Casas, die schon 1775 schmerzlich belegen, was die IS-Terroristen der Welt in Palmyra für immer geraubt haben. Tilman Sprenkelsen beendet seinen wunderbaren Bericht mit einem Satz, Sie können das heute nachlesen, der mir im Kontext unseres Themas unvermittelt Tränen in die Augen schießen ließ. Ich zitiere: Von der Überwältigung durch das nie zuvor Gesehene sprechen seine Palmyra-Zeichnungen nicht. Aber von dem produktiven Spannungsverhältnis aus Anschauung und Imagination, dem sich Bilder verdanken, die in unerhörter Wucht von unserem Verlust erzählen. Ende des Zitates. Meine Damen und Herren, bald werden wir Caspar David Friedrich, Karusch oder Dahl-Ausstellungen besuchen müssen, um in Wehmut und Schmerz die Bilder anzusehen, die in unerhörter Wucht uns von unseren Politikern zerstört werden. Und um Gottes Willen, ich will noch genauer werden. Von was für eiskalten Skrupel und kulturlosen Technokraten werden wir eigentlich regiert? Von welcher Religion eigentlich seid ihr Grünen verblendet? Und von welcher Ideologie ihr Naturschutzfunktionäre besetzt? Wisst ihr eigentlich, was ihr tut? Wacht endlich auf und messt euch selbst an euren Taten, wie ihr gnadenlos und oft mit Recht jahrzehntelang die anderen gemessen habt. Und ich frage die smarte Frau Lempke, ob sie den von ihr geschundenen, zerstörten und jetzt endgültig ermordeten Hunsrück überhaupt schon einmal gesehen hat. Und für das, was da geschieht und weiter geschieht, erst heute Nacht sind Lastwagenkolonnen wieder ausgerückt und in den Hunsrückwald gefahren, um das schaurige Werk der Frau Minister Lempke zu vollenden. Ihr seid nicht weniger barbarisch als die Bilderstürmer und Bücherverbrenner, die seit der Antike alle Jahrhunderte hindurch bis in die jüngste Vergangenheit und Gegenwart blind wütend durch die Geschichte irren. Meine Damen und Herren, ich leiste mir das einfach zu sagen. Ob Al-Hadre, Mossul oder Palmyra, ob Schwarzwald, Hunsrück oder Odenwald. Diese Namen bedingen einander in der Zerstörung. Euer unbarmherziger, schöpfungs- und menschenverachtender Zugriff in unser aller Eigentum, unsere Heimat, in unsere Landschaften und in unsere Kultur ist nichts weniger als niederträchtig und gemein.
Ihr stellt mit eurer Windkraft durch Industrialisierung unsere verbliebene Natur, alles, aber auch alles in den Schatten, was uns die ersten 20 Wirtschaftswunderjahre, die ungebremste Wachstumspolitik in den 70ern bis 90ern, der Turbokapitalismus nach der Wende und schließlich die Globalisierung an schrecklichen Kollateralschäden in ganz Europa hinterlassen hat. Ihr seid die Schlimmsten von allen. Ihr seid der traurigste, der zynischste Treppenwitz der deutschen Naturgeschichte und einer vormals grünen Umweltpartei. Und persönlich möchte ich voller Trauer und mit nicht minderem Zorn anmerken, niemals hätte ich mir träumen lassen, einmal härter gegen den eigenen mitgegründeten Naturschutzverband von Figuren wie Cimek, Hubert Weinzierl kämpfen zu müssen, als je gegen alle Umweltfrevel der letzten 50 Jahre in unserem Land. Und noch weniger war in meiner und meiner Freunde Vorstellungskraft, dass einmal unzählige zivilcouragierte Bürgerinitiativen ihre Heimat, ihre Wälder, ihre Tiere und ihren eigenen Lebensraum vor professionellen Natur- und Umweltschützern und vor grüner Politik schützen müssen. Meine Damen und Herren, vor etwa 4 Jahren begann ich, wie ein Verrückter durch die Republik zu fahren, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen, um Reden zu halten gegen diesen Wahn. Diese Bürgerinitiativen begannen damals mit 40 Menschen in irgendeiner kleinen Wirtschaft, mit 50 Menschen, mit 60. Mittlerweile spreche ich, gestern waren es, glaube ich, 700, vorgestern waren es 800, vor ein paar Wochen waren es 1500, heute ist der Saal voll. Ich finde es so großartig, dass dieser Spruch, mit dem damals die friedliche Revolution vor der Wende kam, wir sind das Volk, das ist ein sehr gefährliches Wort, aber Sie sind die Richtigen und ich danke Ihnen dafür. Und nein, 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 nein. Sie haben Pech. Es geht noch weiter. Und komme uns nun niemand dieser ehrenwerten Gesellschaft und argumentiere mit CO2-Ausstoß und Klimawandel. Eigentlich ist es von mir hochmütig, auf den Professor Sinn noch etwas zu sagen. Aber ich mache es einfach auf. Sie müssen wissen, Musiker müssen in der Regel nur bis 4 zählen. Aber ein verlogeneres Argument für die Windkraft in Deutschland als Klimawandel kann es nicht geben. Die Zahlen sind in der Bevölkerung nicht bekannt. Aber die Herren Hubert Weiger, Al-Wazir, Lemke, Sache mit der Dame muss man sich noch überlegen, die kennen Sie. Im Jahr 2013 betrug der CO2-Ausstoß Deutschlands ganze 2,23% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Der Professor Sinn hat es wunderbar dargestellt, aber ich finde mich in meiner Rede nicht zurecht, wenn ich das jetzt auslasse. Also, andersrum gesagt, 2013 pustete die Weltgemeinschaft ohne Deutschland 97,77% Kohlendioxid in die Atmosphäre. Und wir eben 2,23%, wahrscheinlich auch zu viel, aber es ist doch ein Unterschied. Alleine diese Zahl rückt die Verhältnismäßigkeit unserer urdeutsch gefährlich gründlichen sogenannten Energiewende in ein lächerliches Licht.
Den Spott aber der anderen Länder, Sigmar Gabriel, brachte es in seiner berühmten Kasseler Rede auf den Punkt. Zitat, die in Europa halten uns sowieso alle für Bekloppte. Den Spott also handelt sich Deutschland spätestens aber dann endgültig ein, wenn man weiß, dass unsere Energiewirtschaft, unter die auch die Stromproduktion fällt, einen Anteil von 43% des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes hält. So liegt nach Adam Riese, wenn man diese 43% deutscher Energiewirtschaft von unseren 2,3% des weltweiten CO2-Anteils wegrechnet, dann liegt der Anteil unserer Energiewirtschaft unter einem Prozent, weit unter einem Prozent des weltweiten Kohlendioxidausstoßes. Unter einem Prozent. Dafür, meine Damen und Herren, können wir doch unser Deutschland, wie sagte Herr Gabriel, doch nicht von irgendwelchen Bekloppten endgültig verhunzen lassen. Aber natürlich ist Frau Lemke eine ehrenwerte Frau und alle Grünen, sprechen Sie doch mal mit Ehrenwert. Dass wir uns recht verstehen, meine Damen und Herren, wissen Sie, ich habe was übrig für Dramaturgie, ist doch klar. Dass wir uns recht verstehen, jede Tonne CO2 ist für unseren Planeten natürlich erst einmal zu viel. Aber erstens belegen die eben genannten Zahlen, dass diese sogenannte deutsche Energiewende zur Reduzierung des weltweiten CO2-Ausstoßes keinesfalls geeignet ist und daher auch niemals nur ein Jota zur Eindämmung der Klimaerwärmung beitragen wird. Und zweitens müssen wir halt mal unsere Hausaufgaben machen und die stehen längst mit rotem Stift im deutschen Klassenbuch. Die von der Kanzlerin und Sigmar Gabriel bestellte Expertenkommission für Forschung und Innovation des Deutschen Bundestages schreibt sachlich fest, das EEG ist weder ein kosteneffizientes Instrument für Klimaschutz, noch scheint es eine messbare Innovationswirkung zu entfalten. Meine Damen und Herren, das war die Energiekommission. Ich meine, das war kein hitzköpfiger Umweltschützer. Und mit dürren Worten steht da weitergeschrieben, das EEG sorgt für nicht mehr Klimaschutz, sondern macht ihn deutlich teurer. Ja, wer soll denn noch sonst was der Kanzlerin erzählen als die? Das heißt doch, meine Damen und Herren, auf mein Alltagsdeutsch übersetzt, das EEG ist wissenschaftlich erwiesener Schwachsinn und Makulatur für unsere Bundesregierung und die Kosten dafür dürfen wir halt übernehmen. Und wen trifft's? Wie immer, die Schwächsten der Gesellschaft. Und damit, meine Damen und Herren, sind die Hausaufgaben für eine wirkliche Stromgemerkt, aber wohlgemerkt, nur für ein Fünftel, der Professor hat es vorhin gesagt, unseres Energiebedarfs vorgegeben. Erstens, Förderung von Forschung und Innovation massiv erhöhen. 15% des Strombedarfs, meine Damen und Herren, wurden bisher von Atomkraft Werken abgedeckt. Was sind denn 15%? Es ist geradezu lächerlich, könnten diese 15% nicht durch Einsparung und Innovation abgedeckt werden. Hierzu aber erklärt die Expertenkommission des Deutschen Bundestages und keine Vernunftkraft und niemand, sondern die festen Einspeisevergütungen des EEG bieten keine Anreize zur Entwicklung neuer Technologien. Da bleibt einem die Spucke weg. Zweitens, das wissen ja die Herrschaften, zweitens, Maßnahmen, die das Energiesparen der Bevölkerung einfordern. Beispiel, das gilt für Sie alle und auch für mich. Noch immer benötigt hierzulande der Gebrauch von Standby-Geräten die Kapazität zweier Atomkraftwerke. Kommentar, meine Damen und Herren, überflüssig. Drittens, Energieeffizienz aller industrieller und privater Maschinen und Geräte steigern und gegebenenfalls je nach Verbrauchshöhe einem TÜV unterziehen. Viertens, Abwrackprämien für energieintensive Maschinen und Geräte.
Ja, mit den Autos hat es funktioniert. Für einen alten Schleifer hat man sich dann einen Porsche hinein, der sehr energieeffizient in die Garage gestellt. Aber macht uns mal so, aber das ist in die Köpfe nicht reinzubringen. Fünftens, als Brückentechnologie für die 40 Jahre müssen aus meiner Sicht, wenn wir mit diesem Wahnsinn aufhören, die zuverlässigen und im Vergleich sauberen Gas- und Dampfkraftwerke gebaut werden. Allein in Bayern können 6 Gas- und Dampfkraftwerke alle Atomkraftwerke ersetzen. Es ist doch ein Wahnsinn. Damit würde entfallen jede Notwendigkeit, Windräder und neue Stromstraßen zu bauen. 1 Tonne CO2 einzusparen. Und diese Zahl ist aus dem Wirtschaftsministerium, allerdings aus dem Bayerischen, ist mit Windkraft 5-mal so teuer als mit Dampf- oder Gaskraft. Kommentar überflüssig. Die Liste lässt sich unendlich erweitern. Und ergäbe sich von alleine, würde das gestern verkündete Odenwalder Manifest zum Schutz der Menschen, der Natur und der Kulturlandschaften vor falscher Energiepolitik in den Köpfen der Politiker Einzug halten. Ich möchte Ihnen die 7 Hauptforderungen, wo es natürlich Subskriptionen dazu gibt, kurz vorstellen, da diese sich zu 100% auch mit meiner Sicht der Dinge decken. Erstens, Abschaffung des EEG und Rückkehr zum europäischen Emissionshandelssystem. Kein deutscher Sonderweg beim Klimaschutz. Und meine Damen und Herren, zum deutschen Sonderweg muss man sich schon auch mal überlegen. Wieder einmal soll am deutschen Wesen die ganze Welt genesen. Das haben wir schon ein paar Mal probiert. Das ging jedes Mal gründlich schief. Zweitens, das vollkommen außergeuferte System der planwirtschaftlichen Subventionen, meine Damen und Herren, die DDR hat uns doch das vorgemacht, wie das funktioniert, muss zum Markt zurückgeführt, statt noch einmal ausgebaut zu werden. Drittens, endlich eine ehrliche Darstellung von Kosten, Nutzen und den enormen Risiken der deutschen Energiewende. Viertens, gleiche Genehmigungserfordernisse für Windkraftanlagen wie für andere industrielle Vorhaben. Fünftens, in intakten Waldgebieten wie dem Odenwald sind oder dann eben wie im Rheingau oder und so weiter, sind Windkraftanlagen genauso abzulegen, zu lehnen wie vor bedeutenden Kulissen des kulturellen Erbes. Sechstens, keine Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich. Siebtens, Bau von Windindustrieanlagen ohne Zustimmung der betroffenen Bevölkerung. Das Odenwalder Manifest sollte, meine Damen und Herren, aus meiner Sicht das Manifest jeder deutschen Landschaft werden. Jede BI sollte sich dieses zu eigen machen, dann sprechen wir alle die gleiche Sprache und irgendwann werden es die verstopften Ohren unserer ehrenwerten Gesellschaft vielleicht hören. Aber, meine Damen und Herren, man kann es nicht oft genug wiederholen. Auch dieses Manifest bezieht sich nur auf das genannte Fünftel unseres gesamten Energiebedarfs. Eine Energiewende müsste dringendst auch den restlichen 4/5 gelten, also der Wärme, der Mobilität. Nur fehlt mir, um auch das noch zu besprechen, sonst verlassen Sie gleich den Saal, heute die Zeit. Zeit, welche allerdings der erste rot-grüne Umweltminister Jürgen Trittin passioniert mit Dosenpfand verplempert hat. Und dies sollen wir ihm auch nicht vergessen. Wir Deutsche sind die einzigen auf der ganzen Welt, die immer noch dank seiner Kompetenz und Durchsetzungskraft gegen den deutschen Autokanzler als einziger auf dieser Welt mit 200 Stundenkilometer durch die Lande brettern. Und ich weiß es noch wie heute. Die Krönung hoher Trittinscher Kompetenz war voller Klugheit und Weisheit und vom Heiligen Geist erfüllt. Die Energiewende, tönte er pfingsthaft, werde den Bürger nicht mehr kosten als eine Kugel Speiseeis. Ja, endlich haben sie es drauf. Hat lange gedauert, meine Damen und Herren. Einer seiner Amtsnachfolger
Peter Altmaier korrigierte das dann so. Jetzt könne er, Peter Altmaier,